The Lord is coming. Are you ready? The Lord is coming. Are you ready? Would your heart be right if He came tonight? The Lord is coming. Are you ready? Satan und seine Engel gefangen. Auch die Engel, die ihren himmlischen Rang nicht bewahrten, sondern ihre Behausung verließen, hat er für das Gericht des großen Tages festgehalten, mit ewigen Banden in der Finsternis. Die Erde sah aus wie eine öde Wüste. Städte und Dörfer, beim Erdbeben zerstört, lagen in Ruinenhaufen. Berge, wegbewegt von ihrem Ort, hinterließen große Höhlen. Zerklüftete Felsbrocken aus dem Meer oder aus dem Erdinneren herausgeschleudert, waren überall auf der Erdoberfläche verstreut. Große Bäume waren entwurzelt worden und lagen herum. Hier sollte Satan mit seinen bösen Engeln während 1000 Jahren zu Hause sein. Hierher ist er verbannt, um auf der aufgebrochenen Erde herumzustreifen und zu erkennen, was seine Rebellion gegen Gott bewirkt hat. 1000 Jahre lang kann er die Früchte des Fluches genießen, den er verursacht hat. Allein auf diese Erde beschränkt, wird er nicht das Vorrecht haben, andere Planeten zu besuchen und dort die nicht gefallenen Wesen zu versuchen oder zu belästigen. Während dieser Zeit leidet Satan ungeheuer. Seit seinem Fall hat er ständig seine schlechten Wesenszüge geübt. Doch dann soll er seiner Macht beraubt werden und sich selbst überlassen bleiben, um über die Rolle nachzudenken, die er seit seinem Fall gespielt hat, und mit Zittern und Todesangst eine furchtbare Zukunft zu erwarten, in der er für alles Böse leiden muss, das er getan hat, und für alle Sünden bestraft zu werden, zu denen er andere verführt hat. Ich hörte Siegesschreie von den Engeln und den erlösten Heiligen. Die klangen wie 10.000 Musikinstrumente, weil sie jetzt nicht mehr von Satan geärgert und versucht und weil die Bewohner anderer Welten seine Gegenwart und seine Versuchungen los sein werden. Gottes Volk freut sich und jubelt, weil Satan gefangen ist. Der Prophet sagte: Und zu der Zeit, wenn dir der Herr Ruhe geben wird von deinem Jammer und Leid und von dem harten Dienst, in dem du gewesen bist, wirst du dies Lied anheben gegen den König von Babel und sagen: Wie ist es mit dem Treiber sogar aus? Und das Toben hat ein Ende. Der Herr hat den Stock der Gottlosen zerbrochen, die Rute der Herrscher. Der schlug die Völker im Grimm ohne Aufhören. The Lord is coming. Are you ready?